Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Friends mit der Xyron-Tour. Hallo. Hallo und dem Abonacho. Moin. Und meiner Wenigkeit. Ach ja, und der Bad, der kann diese Woche nicht. Der ist vor einer halben Stunde erst von der Arbeit gekommen und ist erstmal platt. Den hab ich vergessen zu erwähnen. Oh nein. Das ist, in der letzten Folge vergessen, so geht's meistens los. Zu erwähnen. So geht's los. So geht's los. Ja. Oh, das ist total gemein. Bett, wenn alle Stricke reißen, du kannst auch bei mir mal bleiben. Oh, nein. Nein. Ich hätte es jetzt komisch angefangen, wenn ich dir anbiete, hier zu bleiben. So. Okay, ich habe unseren Gang getroffen. Was, ja? Böseste Frau auf der ganzen Welt. Nein, gar nicht wahr. Es gibt bestimmt noch bösere. das war jetzt auch nicht so richtig tröstlich, oder? Ich hoffe, ich weiß, wie du es gemeint hast. Du ich hoffst, bilde dass mir das jetzt mal, ich hoffe, genau, ich bilde mir das jetzt einfach mal so ein, dass du das so gemeint hast. So, draußen ist immer noch dieser Kaischer, der will nicht weggehen, ja. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt weggehen. Was mich eher wundert, ist, dass die steht doch eigentlich steht die in den Spikes dran. Mich wundert, dass die noch keine Leute gerufen hat, ja. Wenn ja. Du das meinst. Also, dass die auf uns noch nicht, wo ist die denn? Vielleicht ist die ja ein bisschen buggy, die gute. Ich sehe da gar keine. Ich habe sie eben seufzen gehört. Vielleicht ist sie jetzt auch gestorben. Nee, die röchelt da noch. Die muss irgendwo auf der Rückseite. Ich gehe da jetzt raus und bringe sie um. So. Ich sehe sie muss auch ja machen. Nee, ich sehe da keine, ganz ehrlich. Also ich wüsste nicht, wo die da jetzt stehen sollte. Ich sehe ein paar kaputte Spikes. Hier ist sie doch. Ach da. Na toll. Dann komme ich mal. Wo ist er denn? Weg. Ah, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie tot. Ich habe kurz einen Prozess gemacht. Und die ist dann nicht kaputt gegangen? Ja, Knochen mitnehmen. Ey, aber sie hat neue gespawnt. Neue Zombies. Da kommen sie. Wo denn? Wir haben hier und rechts auf einem Felsen muss auch noch einer sein. Ja, komm. Da war zumindest einer. Ja, bringt mir direkt wieder ein bisschen was zu futtern mit. Finde ich auch nicht schlecht. Hinterm Felsen sind übrigens noch mehr. Okay, eins nach dem anderen. Mhm. Ich komm hier mal runter, sonst bin ich euch keine Hilfe. Boah, die haben nur schimmeliges Brot dabei. Ja, meine hat ein bisschen Dosenfutter gehabt, das war nicht schlecht. Hier ist wieder nur schimmeliges Brot. Warte, das ist ein neuer Kreischer. Oh. Ja, hier hinterm Felsen muss einer sein. Ja. Ja klar, um die müssen wir uns als erstes kümmern. Alle 20 Sekunden ruft du mich die Horde. So. Habt ihr so platt? Ja, aber hier kommen schon wieder neue Zombies. Sie hat ja welche gerufen. Oh, die ist noch auch nur schimmeliges Brot mit das alte Mistvieh. Aber da ist jetzt nicht noch ein Kreischer bei, nein. Na nö, wo ging denn der? Nee, gerade nicht. Was ist hinter dir, Xyron? Oh Mann, verjag mich doch nicht so. Entschuldige. Oh, der lebt ja noch. Ja, und der hat mich sogar getroffen, der blöde Hund. Aber jetzt ist er tot. Na, Vorsicht. Ja, links von mir habe ich auch noch welche. Ja. Da ist noch ein Kreischer. Alter, wisst ihr was? Achso, der ist tot. Was denn? Lass uns einfach mal hier hinter die Spikes gehen. Lass sie rüberlaufen. Ja, guter Plan eigentlich. Hey, komm zurück, komm zurück. Ich musste den Kreischer noch eben umbringen hier. Die Frage ist, wo ist sie? Den habe ich tot, die ist tot. Die liegt hier. Okay. Ich gucke mal gerade, ob hier noch einer ist. Ich laufe draußen mal rum und gucke mich hier um. Mach das. Oh, die hat uns, der Dicke hat uns was Nettes mitgebracht, glaube ich. Nee, ich sehe jetzt hier keinen. Hier rechts von uns ist auch noch was. Ja, ich habe es gerade auf dem rechten Ohr gehört. Okay, stellen wir uns hinter die Spikes und lassen die durchlaufen oder was machen wir? Ja. Oh, hier ist dann noch ein Kriecher drin in den Spikes. Ach, den habe ich eben gehört. Ja, aber lassen wir sie. Und jetzt hier war ganz gut aufgeräumt, ne? So. Oh, die hat es auf dich abgesehen. Jetzt nicht mehr. So soll das laufen. Hier ist da noch irgendwas. Nicht anders.
Ach, hier ist noch ein, denk ich auch. Ein Kriecher ist hier noch. Müssen wir hier nochmal das Mike-Feld wieder ein bisschen aktualisieren. Ja, ich gehe jetzt wieder. Sowieso erstmal Holz fahren, dann mache ich das gleich mal. Wieso hat denn der mich jetzt noch gekriegt? Okay, passt. Sehr schön. Kann man die looten? Ja. Yep. Sind ich hab auch. Die Bäume Beats. Hier zum Holzen gefarmt oder habt ihr damit was vor? Scrap. Nee, die sind zum Holzen. Stimmt. Zum Abholzen. Shotgun. Shotgun. Die Eier nehmen wir mit. Ja, und immer dann auch wieder schön setzen, wenn du dann wieder genug drin hast. Ich werde dran so. Ich werd dran. Wo sind die Eier hin? Wir sind die Eier weg. Oh Mann. Well, hat egal. Keine Eier mehr. Eben hatte ich sie noch. Wir haben Savas Server Schatzkarte. Oder habe ich eine Schatzkarte? Nee, das ist schön. Ja, die ganze Zeit doch schon. Das ist alles. Kommen Sie rein. Die wollen Sie nicht? Ja. Ey, ey. Geh runter. Geh einfach. Geh einfach. Ich habe Hunger und ich habe Taschen voll und ich will was herstellen hier. So. Okay, erstmal. Übrigens, das, was in deinen Kommentaren stand, ne, das hatten wir in der letzten Folge, also Nicole und ich hier schon aufgegriffen, bevor es noch bei dir zu lesen war. Wir haben es hier schon schicker gemacht mit Blumentöpfen und alles. Ja, aber eigentlich ist es ja nur so. Genau. Ja, die Blumentöpfe habe ich ja schon gesehen. Die sind ja sehr hübsch. Eigentlich ist er nur so ein Tunnelgang. Ja, aber so, der kann ja trotzdem ein bisschen nett aussehen. Potassium schmeiße ich da mal rein. Können, kann er, ja. Hab ich auch. Wir haben drei Shotgun-Shells und also für jeden eine, wenn die Horde kommt. Und falls Bert dann dabei ist, hat er noch eine 9mm Kugel. Habe ich eben aus dem Zombie gezogen. Ja, ich habe nochmal. Kann uns nichts mehr passieren. Ich habe nochmal 6, 9mm. Wo ist denn die hin? Ich habe meinen jetzt in der äußeren, draußen in der Kiste. 6mm. Und irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir hier was haben. Okay. Doch, könnte. So, wir brauchen Rebar-Frames, ne? Turn on. Können wir die überhaupt herstellen? Rebar-Frame. In der Schmiede. Rebar-Frames werden in der Schmiede. Los? Ich habe hier nirgendwo einen Amboss in der Schmiede. Okay, ich stelle mir erstmal einen Amboss her. Okay. Ups. Da fehlt ja was. So, das war, wenn ich nicht irre, war das ja. Ich nehme jetzt doch Kohle und verheiz die. Hier ist schon wieder irgendwo ein Kreischer und ich sehe ihn nicht. Da. Echt? Kommt über den Hügel. Oh ja, ich sehe sie. Hast du schon erwischt? Sie ist weg, ja. Okay, hinter dir kommen noch ringsrum Zombies. Mhm. Ach, wie komme ich denn da jetzt so schnell raus? Warte mal. Ja, ich komme jetzt so nix, ey. Ich merke schon. Das ist ganz schwierig gerade. Ja, ich habe auch gerade genau die falsche Ecke genommen. Ich nehme jetzt nochmal hier ein bisschen Holz mit. Scrap Frames haben wir noch 277, ne? Stellt bitte keine neuen her. Wir haben noch 277 Scrap Frames. Gott, brauchen wir so viel? Wir brauchen doch gar keine mehr, oder? Sehe ich das falsch? Ja, haben sie und es wird. Oh, die hat aber eine etwas größere gerufen, ne? Ja, sag mal. Und sie haben Avo? Sie alle lieb. Ja. Wollen wir wirklich. Wollen wir. Ich meine, Concrete ist natürlich für die Türme schon ganz gut, ne? Aber Scrap Frames hätten wir sehr viele noch. Die könnte man auch nehmen. Ja, also statt die, Beton. Die müssen wir auch wieder mit Scrap aufwerten, ne? Ja. Na gut, ich habe 627 Concrete Mix, also so ein großes Problem ist es nicht. Alter, lauf da nicht so dumm. Und sind nur die Schmieden ausgegangen, deshalb kann ich momentan noch nicht großartig Rebar frame. Wie viel brauchen wir denn? Und sind die Schmieden ausgegangen? An den Ecken machst du Dreiecke oder wie? Avo? Hatte ich Rams genommen, ja. Musst du nicht, aber hatte ich jetzt genommen. Nee, dann nehme ich erstmal keine. Man hatte mir von den Rams ein bisschen abgeraten, nämlich im Solo auch. Weil wenn du an die Rams versuchst, noch Spikes zu stellen, an den Dreiecken, es kann durchaus sein, dass da zwei Zombies zwischen Spike und Rampe stehen und keinen Schaden kriegen. Mhm. Solche Probleme hatte ich noch nicht.
Kann ich also nichts zusagen. Kommt aber vor. Sag mal, bei 5 mal 5, ja? Dann brauchen wir 5, 10... Ne, 7, 5 mal 5 ist Innenmaß, ne? Außenmaß sind 7 mal 7 dann, ne? 14, 24, 48 Stück pro Turm. 48, okay, gut. Das kriege ich noch zusammen. Das ist schön. Ich glaube, wir brauchen 48 Stück pro Turm. Wenn er die jetzt mal eben schnell herstellt. Ich bin ja infiziert. Nicht die ganze Folge darauf warten muss. Wäre das auch ganz geil. Du bist infiziert? Ja, haben wir denn irgendwo Honig? Ich glaube, dass wir Honig haben. Wir haben auch sogar noch ein... Wir haben, glaube ich, sogar noch ein Antibiotikum. Sonst stattdessen. Aber nimm mal ruhig Honig sonst. Also Honig haben wir, glaube ich, noch 18 Mal, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe. Oh, das ist schön. Ich mag Honig sowieso wesentlich lieber als Antibiotikum. Sowieso? Ich bin ja so ein Süßer. Aus praktischen Gründen, Honig ist ja, Honig gilt ja nur für das erste Stadium. Und das Antibiotikum behebt ja mehrere, also auch spätere Stadien. Mhm. Für den Fall, dass man mal unterwegs ist und einer wird gebissen, weißt du so, und kann dann erst nach 2 Tagen wieder irgendwas einnehmen. Könnte ja sein, weiß man ja nie. Möglich ist alles. Man muss halt sich für alle Eventualitäten rüsten. Also wir haben hier unten... Haben wir leider nur Bier. Echt? Ja. Hab ich da nicht Honig reingelegt? Hatte ich Bier in der Hand? Aber wir haben tatsächlich. Genauso gut wie Honig. Ganz großes Durcheinander. Haben wir hier schön. Dann also ich habe mich bemüht, Ordnung zu halten. Ich bin nicht schuld. Oder ich bin doch schuld trotz meiner Mühe. Das kann natürlich auch sein. Müssen wir mal gucken, dass er aber gelegen hat irgendwie mal. Was jetzt? Alles in Ordnung. Weiß nicht, frag doch Avo. Genau, übrigens, man hat mir einen Vorschlag gemacht. Ich sollte mal ich sollte mir mal ganz viele Audioschnipsel von mir raussuchen und dann machen wir mal einen gemeinsamen Abend, so im TS nach der Aufnahme und dann nehmen wir das auf und dann spiele ich die immer ein und du sagst mir, was gerade passiert ist, Avo. Ja, aber du bist doch runtergefallen, oder nicht? Ja, genau. Aber das hast du einfach so richtig gehört. Aus meinen letzten Folgen einfach mal ein paar Audioschnipsel nehmen und dann kannst du einfach mal reinhören und sagen, was mir gerade passiert ist. Ich fand das eine brillante Idee. Ich bin wieder da, um hier für dich aufzuwerten. Oh, das ist schön. Und ich habe ganz viel neu gepflanzt. Das ist auch schön. Ich bin meiner Pflicht nachgekommen. Oh ja, das ist gut. Ja, manchmal bin ich auch zu was zu gebrauchen, ne? Oh, das war jetzt aber böse gesagt. Das, ja, eben. Also wirklich, auf jeden Fall. Das würde ich so... Du bist öfter zu was zu gebrauchen. Warum? Jetzt klingt das schon wieder komisch. Nee, das klang aber ganz ehrlich und nett und da gab es gar nichts. Wenn man jetzt gesagt hätte, Moment, wie war deine Formulierung? Was hast du noch? Die Funktion, ja. Meine war, manchmal bin ich auch zu was zu gebrauchen. Das war meine Formulierung. Richtig, genau. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich würde niemals sagen, dass du manchmal zu was zu gebrauchen, das wäre eine komische Formulierung gewesen. Ja gut. Ne? Das sind wir uns einig, ne? Wobei, mit solchen Sätzen hattest du dich ja öfter schon in den Nesseln irgendwie gesetzt. Ja, ich kann das, also. Nein, ich meine jetzt mal speziell Velcro. Ach so, ja, er kann das auch. Ja. Das ist nichts. Ja, mir egal. Solange wir nicht wieder schlüpfrig werden, ist alles in Ordnung. Oh, schlüpfrig. Würde ich niemals das werden. Das Wort schlüpfrig finde ich total knuffig. Ich hätte noch eins gehabt, ich bin so doof. Jo. Da haben wir dann jetzt auch. So, ich müsste mal nach dem Wortstamm gucken, wo das herkommt, schlüpfrig. Oh, das hat ja bestimmt nichts mit Schlüpper zu tun. Obwohl, weiß man wahrscheinlich nicht. Schlüpperig oder so. So. Nein, das kann ja eigentlich nur was mit Öl zu tun haben. Da wird es dann auch immer schlüpfrig, wenn irgendwo Öl rumkommt. Du meinst, wenn sich jemand aufs Glatteis begibt quasi, dass das überhaupt von der ganzen Bedeutung her angelehnt ist vielleicht, ja? Zum Beispiel. Mhm. Aber auch so Sprichworte oder so umgangssprachliche
Wendung. Das finde ich auch mehr, wenn man das einfach so sagt, weil es natürlich ist, dann passiert es mir auch ganz häufig, dass ich mich selber frage, wo kommt das eigentlich her? Warum sagt man das? Ich mag es nur dann eben nicht laut sagen, weil ich immer denke, mein Gegenüber hält mich dann für blöd. Also nicht für blöd im Sinne von dumm, sondern einfach, hey, warum hast du darüber Gedanken? Nein! Also, ich bin da ganz bei dir. Na, ich bin halt neugierig. Also, ja, eben. Also, ist ja auch ganz interessant mal, wo die Sachen herkommen oder wie es ursprünglich benutzt worden ist, ne? Ja. Also, ich bin auch grundsätzlich sehr neugierig. Ich meine, sowas wie der Eimer geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja, gut, das kann man das sich liegt denken. Das liegt ja in der Natur der Dinge, sag ich mal, wahrscheinlich. Ja. Aber zum Beispiel, ne? Die Eulen nach Athen tragen zum Beispiel, ist ja dann vielleicht mal im Originalstamm das auch interessant. Das ist schon mal schön, ja. Oder warum sagt man blau machen? Ich glaube, die Erklärung hatte ich auch schon mal irgendwo gehört. Aber ich leider auch, aber ich habe sie vergessen. Ach, ich würde einfach ich glaub, mal sagen. Das hatte was mit früher, mit den Färbern zu tun. Aber ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Doch, ja, es kann sehr gut sein. Jetzt hast du da hinten jetzt einen Frame schon weggenommen, ne? Ja, ich baue sie. Ich baue gleich wieder welche hin. Ja. Wie viel. Ach ne, ich habe noch genug. Ich mache mir da mal ein paar neue. Ich fange von der anderen Seite schon mal an zu setzen. Und es sind schon ganz viele Cobblestone-Frames in der Kiste, also. Ja, die müssen wir jetzt dann quasi aussetzen. Mhm. Und dann können wir mal mit Einbeton ausprobieren, wie das dann ausschaut, wenn man die erste Stufe Beton macht statt Kabel. Also für mich hat sich das jetzt erstmal angehört wie ein Bär. Ich habe gar nichts gehört. Ein Bär? Ey du, ich mach gerade unseren Beton, ne? Ich meine ja nur so. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Könntest du dich ein bisschen besorgter anhören, wenn du weißt, dass ich draußen bin und du sagst, nein, da kommt ein Bär. Komm schnell rein. Das könnte ich tun, aber ich weiß nicht wie. Was fehlt mir denn jetzt? Warum kann ich denn hier nicht mehr... Hä? So, die hier, die kommen ja auch nur übergangsweise hin, die kommen ja auch wieder weg. Ich habe hier einen Frame, den ich nicht aufwerten. Okay, jetzt geht's. Ich muss mich anders hinstellen. Ich habe gerade irgendein Problem. Ich kann auch kein... Mein Spiel spinnt wieder. Ich werde jetzt mal kurz in die alte Wohnung huschen und werde mal gucken, ob wir dort Dingens haben. Also falls du noch Clay da hast, dann bring auch mal bitte mit, brauchen wir noch für Cobblestone. Clay hatten wir... Irgendwie Clay hatten wir doch in der Kiste 5000 Stück, wenn ich nicht irre. Oder hast du die alle schon durch? Ich habe aber auch schon gut was umgewandelt. Also wir haben fast 2000 mal Cobblestone Rocks haben wir schon. Ah. Auch nicht schlecht. Ich habe mich irgendwie verzählt. Was habe ich gesagt? 24, ne? Das ist gelogen. Ne, 48. Hm. Also ich wenn das ja noch, gelogen ich hab, unser Turm hat ja noch einen Buddelschutz bekommen, weißt du? Wenn das gelogen ist, dann hast du dich ja nicht verzählt. Dann hast 24. du ja gelogen. So, 60, 72 nochmal. Okay, hinterher. Gut. Also wir werden den Tag... Oh, schön. Wir werden ja den nächsten Hordentag noch nicht in dem Haus verbringen, denke ich mal. Weil wir den äußeren Schutz noch nicht fertig kriegen. Ich denke nicht. Nicht? Ja, wir kriegen ja den äußeren Schutz noch nicht fertig. Wir sollten uns aber ruhig ordentlich Ironspitzen herstellen, weil ich gemerkt habe, dass die Ironpfeile doch wesentlich effektiver sind als die anderen Pfeile. Ja, ich schmelze jetzt auch gerade, ich höre jetzt auf, Stein einzuschmelzen, sondern schmelze lieber Metall ein, weil... wir brauchen ja was. Und zwar kräftig. Mhm. So, lange nicht mehr zu Hause gewesen. Also wir haben jetzt in der einen Forge 5480 Stein, in der anderen 4160 und in der dritten 6000. Und wir haben noch tausende von Steinen unten. Also wenn du Steine brauchst, nicht kloppen, Xyra. Einfach in den Keller gehen. Ja, ich suche jetzt aber erstmal Lehm. Wir haben auch noch eine Menge Kohle. Clay haben wir auch 2500 noch. Und Potassium. Auch im Keller, also im Hauskeller oder Neuhauskeller? In unserer Mine. In unserer Mine. Da, wo es hingehört. In der neuen Mine oder in der alten Mine?
Dreimal darfst du raten, wo die Kreisscheiben auftauchen und warum sie das tun. Weil hier on 3 Forges auf Hochbetrieb laufen. Entschuldigung. Ach nur. Ja. Ich meine ja nur. Ich kenne mich in der neuen Mine noch nicht so aus. Einfach, geht immer nach unten. Ganz einfach. Sag bloß. Wir haben sogar noch ordentlich Federn hier, stelle ich gerade fest. Ich meine, ich hatte ja auch noch welche. Federn, aber ja, also wir sollten, eigentlich sollten wir uns überhaupt mal, kann jemand einen Crossbow? Also ich nicht. Ich glaube ich auch noch nicht, Moment. Wir müssen vor der Tag 21 Horde einen Ausflug machen, wir brauchen Crossbows. Ne? Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Hier, weg da, nicht alles blockieren. Du hast auf der Leiter gehangen. Ja, ich hänge immer noch auf der Leiter und ich komme hier. Ja, dann geh einfach in die Mine bitte rein. Gut. Dann komme ich hier raus. Das ist aber auch besser, als auf dem Schlauch zu hängen. Du musst geradeaus übrigens, ne? Du läufst falsch. Ich sag ja, ich kenne mich hier noch nicht aus. Ja, einfach mal alles absuchen. Ah, da ist ein Honig. Hast du da jetzt eine Leiter weggehauen? Eben bin ich hier noch hochgekommen. Nee, ich habe gar nicht gehauen. Ah, okay, so geht's auch. Die einzige Möglichkeit wäre, dass sie an meinem Hintern hängen geblieben ist. Aber das würde ich beim Laufen merken. So. Okay, jetzt gut. Die letzte Etage eben hier. Ich bringe die 4 Honig, die wir haben, die bringe ich mal mit. Ja. Einfach, weil besser ist, glaube ich. Weil besser ist, ja. Mhm. Wie viel Zeit haben wir eigentlich mittlerweile rum? Ich habe diesmal nämlich meinen Timer vergessen. Oh, ah, ja, krass. Hier, ne, und so. Ach komm, so spät ist er auch noch nicht. Normalerweise klappt das gerade immer mit dem Runterspringen. Gerade mal 21 Minuten. Und jetzt breche ich mir die Beine beim Runterspringen. Also dafür, dass wir davor ja mal 30 Minuten Folgen hatten, ne? Ja, gut, aber, ne? Beschweren kann sich keiner. Sag mal, oberhalb der Iron Bars hattest du schon Holz, ne? Aber oberhalb der Fenster, ne? Ja. Also du hattest nur Beton noch bis in der Höhe, wo die Iron Bars waren, ne? Da drüber nicht mehr. Genau. Ne? Okay. Genau. So, was wollte ich denn jetzt? Wo sind sie denn? Ich würde ganz gerne für ein vernünftiges Thumbnail ganz kurz noch was aufwerten. Für ein vernünftiges Thumbnail was aufwerten? Ja, dass der Bunker wenigstens hier noch, dieser erste wenigstens so ein bisschen fertig geworden ist. Ach so. Das ist ja auch die... Ne? Ach, das sollte, siehst du? Ich komme nicht mehr raus, weil mir die Klappe den Weg versperrt. Nee, pass auf, das geht. Geh mal so weit nach oben, wie du kannst, bis du gegen die Klappe guckst und dann klappst du sie einfach zu. Okay, genau so habe ich es jetzt auch gemacht. Das ist cool, ne? Ich habe jetzt eben gedacht, okay, das kann so nicht richtig sein, aber gut, dann ist es das ja doch. Das beruhigt mich ungemein. Keine Ahnung, ich habe die einfach irgendwie gesetzt und musste dann auch mit der Situation leben. Weißt du, was wir vergessen hatten, von wegen der Folge der Sturm zu erwähnen? Was denn? Fällt mir gerade so ein, dass das die Tag 21 heute war. Ja. Das ist natürlich allgemein interessant, aber jetzt für irgendwie auch relevant an der Stelle, oder? Ist mir nur gerade so eingefallen. Ja, es ist auf alle Fälle mal eine Horde, wo es ein bisschen was zu gucken gibt. Also, ne? Ja. Das sieht aber lustig aus, unser Ding, ein bisschen. Also von hier. So, Foto. Das sieht ja, auf jeden Fall schon mal krass, was habt ihr denn da in der Zeit gebaut, wo ich hier was. Nee, das kommt, ins nächste Thumbnail. Ich mache jetzt erstmal nur meinen Bunker. So. Okay. Gut. Nur meinen Bunker, ja. Ja, der härtet jetzt aus und dann mach ich mal Bunker 2 dann fertig, ne? Jo. In der nächsten Folge. Und wenn wir davon 4 Stück stehen haben, dann sollten wir tatsächlich keine Probleme mehr kriegen. Vor allen Dingen, wenn wir das mit dem Stacheldraht zu machen. Ich denke auch. Sollte gut funktionieren. Ich finde das hier klasse. Ein bisschen höher mache ich den noch, ne? Wegen Platzmangel, Platzangst drin, oder? Abo? Nee, den hatte ich tatsächlich so in der Höhe gemacht. Hat ganz gut funktioniert, weil du bist ja wirklich nur dann, wenn die Horde kommt, da drin. Und dann hier echt Flachdach direkt drauf? Okay, kann ich machen. Hier ist ja völlig egal, ob die Spiders drauf rumlaufen oder in China fällt in der Reißung. Ja. Ja, stimmt, das ist ja wurscht. Nee, ich dachte nur wegen so, weißt du,
So, ne? Ja, normalerweise mache ich es mal höher. Halt bei den Bunkern habe ich das halt nicht gemacht. Ja, ne? Weißt du, Xyra hat ganz gerne Fünferdecken. Das ist jetzt nur eine Zweierdecke. Ist doch nur dann... ein Bunker. Okay, cool, dann mache ich jetzt hier dicht. Da ist eine Spiegelung bei dem nassen Beton drin. Da könnte man meinen, das wäre Glas. So richtig schön aufpoliert. Ja, ich hatte eben auch mich noch einmal kurz umgedreht, als ich dran vorbeigelaufen bin, weil ich gedacht habe, huch. Ja, da kannst du die Blumen auf der anderen Seite wunderbar sehen. Sieht komisch aus, ne? Hammerhart. So, was wollt ihr jetzt machen? Ach so, du sagtest was von Iron Frames. Mir ist das Holz ausgegangen. So, ja, erstmal sage ich jetzt was von Ende der Folge. Genau, Ende der Folge. Ende der Folge. Ein Schwein! Einen schönen Abschlussgang gemacht. Seid ihr noch im Aufnehmen? Ja. Du nicht mehr? Doch. Kreischer! Echt? Okay. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Ciao.